Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druck-Freunde, hier bei Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und heute geht es um den RevoPoint Pop 2. Ja, ein 3D-Scanner. Ich habe auch noch keine Erfahrung. Das ist mein erstes Mal mit einem 3D-Scanner und RevoPoint hat mir dies freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt, um ihn euch hier vorzustellen. Und für mich ist es, wie gesagt, das erste Mal und ich werde euch zeigen, was hier drin ist, ein Unboxing, wie die Software geht, meine ersten Versuche, so wie mein erstes Projekt, was ich ausdrucken werde. Ja, wen das interessiert, der bleibt dran, alle anderen schalten ab. Ich kann nur sagen, seid gespannt für diejenigen, die sowas interessiert. Ich werde mein Bestes geben, euch den so vorzustellen. Ja, und dann schauen wir mal, wie ich mich anstelle bei meinem ersten 3D-Scan. Ich hoffe, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, liebe 3D-Druckfreunde, danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich finde, das ist ein interessantes Thema, auch für mich. Wollte das wirklich schon immer mal ausprobieren. Leider hat sich noch nicht die Gelegenheit gezeigt, aber jetzt können wir loslegen, denn es gibt ja nichts Schöneres, als irgendwie ein Projekt zu scannen und dann auszudrucken oder zum Beispiel ein Gesicht zu scannen und dann mit einer anderen Figur zu kombinieren. Also da sind viele, viele Möglichkeiten drin und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Also machen wir hier gar nicht so lange rum. Ich wollte noch dazu sagen, dass ja RevoPoint natürlich auch ein Kickstarter-Projekt war und mehrere Projekte schon durchgestartet haben und sehr erfolgreich auch. Also ich bin gespannt, was mich da erwartet und ich hoffe, ihr auch. Fangen wir an mit dem Unboxing. Schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Kommen wir zum Unboxing. Natürlich, wie immer traditionell, der Aufschnitt. Was ist in dem Karton? Wieder ein Karton. Und ja, super schöne Verpackung. Schauen wir mal rein, was da drin ist. In dem Karton eine wunderschöne Tasche. Kann ich wirklich nur sagen, total edel gemacht. Also sehr hochwertig. Ja, sind zwei Reißverschlüsse dran. Ihr seht, wie gesagt, sehr hochwertig, total edel. Dann schauen wir mal, was in dem Koffer ist. Ja, so sieht es aus. Wirklich auch hier alles gut eingepackt. Garantiekarte, dann die Anleitung in sehr vielen Sprachen, auch Deutsch. Wobei, wenn man so online PDF runterlädt, ist es größer und besser. Hier haben wir den Table, ja, kann man mit Batterie und USB steuern. Dann das Stativ, auch sehr edel, gut gemacht. Kann man auch noch rausziehen, Höhen verstellen. Also auch hier, es fehlt an nichts, würde ich sagen. Dann die Statue, ja, die ist immer dabei, natürlich auch gut, um auch mal erste Versuche zu machen. Und hier ist das Herzstück, der Pop 2 RevoPoint. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hier sehen wir den Charger mit 4000 mAh und den Anschlüssen dazu, dient natürlich dafür später für mobile, wenn man mobil unterwegs ist. Hier auch die Handyhalterung dafür. Dann die USB-Kabel und die sind wirklich reichlich. Da dürfte für jeden Anschluss was dabei sein. Kann ich euch nur sagen, außer für Mac. Aber das wird mit Wi-Fi gelöst. Also alle Kabel vorhanden, da fehlt an nichts. Das ist für
für den Turntable, das USB-Kabel. Und dann schauen wir mal, das ist das Klebepad, wo man dann den Aufsatz macht für den Turntable. Noch ein paar Punkte mit einem schönen Hintergrund, Vlies, ja, falls man da noch was braucht. Und hier auch für den Turntable die Auflage, auch schon fast vormontiert. Dann haben wir noch das Kalibrierungsbrett. Ja. Dazu sage ich später noch einiges. Aber auch hier ist alles dabei und auch gut eingepackt. Ja, das war's. Hier nochmal Schnellübersicht. So, meine liebe 3D-Druckfreunde, jetzt haben wir gesehen, was da alles drin ist und ja, wirklich alles gut verpackt und eine Menge, ich weise auch noch darauf hin, das ist natürlich auch das Premium-Package, ja, wo auch der Drehteller und alles dabei ist. Jetzt heißt es, Willi, legen wir los zum Scannen. Um vorher natürlich zu scannen, werde ich jetzt erstmal den Scanner zusammenbauen, dann natürlich die Software einrichten und werde natürlich dann die ersten Versuche machen zu scannen. Ja, ihr könnt live dabei sein und was mir so passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Also wird bestimmt interessant. Bleibt dran, ich zeige euch alles. Dann geht es los. Ja, dann nehmen wir uns den Pop 2 und das Stativ und ihr seht, man kann das hier schön einklicken, hält super. Dann verbinden wir das mit dem USB 3. Dann schließen wir das an den Rechner an. Und ja, das war's. Er ist einsatzbereit. Bauen wir noch schnell den Turntable zusammen. Und zwar haben wir hier das Klebepad. Dann machen wir mal den Kopf runter. Und hier haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, mit Batterien zu arbeiten. Ja, könnt ihr auch Akkus hernehmen. Ja. Dann nehme ich hier das Klebepad, mache eine Seite ab. Und hier das Gegenstück dazu, was drauf muss. Und da gebe ich euch einen Tipp. Ich habe mir das mal ausgemessen, weil wenn das Pad drauf ist, das klebt wie Hölle. Ja, habe mir das so ausgemessen, dann angerissen und mal grob hier mir das angezeichnet, damit ich das dann mittig setzen kann. Ja, dann habe ich die erste Seite auf den Turntable geklebt. Auch hier sollte man natürlich gucken, dass es ein bisschen mittig ist. Und ihr seht schon dieses Gel, wenn das mal drauf ist, klebt das wirklich, wirklich gut. So, dann habe ich es ungefähr ausgerichtet und war mir dann sicher, dass das einigermaßen in der Mitte ist. Dann habe ich es mal gestartet. Ich habe das hier mit Batterien gemacht. Ihr seht das grüne Licht. Könnt aber, wie gesagt, es auch mit USB machen. Und schon dreht er sich. So, liebe 3D-Druckfreunde, jetzt haben wir die Hardware installiert, auch den Turntable. Jetzt können wir endlich loslegen zum Scannen. Aber natürlich müssen wir vorher noch die Software installieren. Die bekommen wir beim Hersteller auf der Internetseite und das zeige ich euch hier. Natürlich brauchen wir die Software und da gehe ich auf die Webseite RevoPoint. Hier sehen wir Unterstützung, dann sage ich herunterladen und
dann kommen wir auch schon hier zu diesem Punkt. So, das schließen wir mal. Und hier haben wir die Software. Einmal für Windows und Mac-User, Smartphones, Android und ja, iOS, ne, für iPhones. Gut, wir laden uns jetzt erstmal, oder ich, für meinen Mac die Software runter. Und dann gehe ich hier drauf und schon wird es gedownloadet. Und hier, den möchte ich auch haben, wollen wir auch mal reinschauen. Auch das werde ich mir downloaden. Und wenn wir jetzt hier hingehen, können wir uns einstellen, welche Sprache wir haben wollen. Hier Deutsch. Und hier könnt ihr praktisch vom POP 2, den habe ich, oder von, wenn ihr einen anderen habt, hier die Gebrauchsanleitung runterladen in Deutsch. Wirklich toll gemacht. Hier vom Revo Studio auch die PDF runterladen oder sonstige Tipps. Ja. Ja, jetzt habe ich die Software installiert, habe mich natürlich ein bisschen so reingefuchst, damit ich das euch auch ein bisschen zeigen kann und auch erklären kann. Muss sagen, es ist wirklich total easy, aber schauen wir uns das jetzt hier an. Wir scannen das erste Objekt und zwar unseren Kopf hier. Ja, so sieht es dann beim ersten Mal starten aus, die Software. Hier haben wir ein New User Guide, ja, wo praktisch hier nochmal die Informationen drin sind, die man sich durchlesen kann. Hier, was man alles scannen kann, auch hier, da kommen wir später dazu, wenn die Projekte ziemlich glatt sind, dann spiegeln die sich und dann macht man ein 3D-Scan-Spray, also Kreidespray geht auch drauf, damit es nicht so reflektiert. Also hier sind auch noch einige Tipps, dann haben wir hier die Tutorials und auch noch so einige Informationen. Gut, dann machen wir das hier zu, dann sieht das so aus, ich habe das mal grob ausgerichtet hier. Es ist noch nichts Endgültiges. Auch hier sieht man wirklich, ja, echt übersichtlich ist es jetzt nichts Großartiges dabei. Dann gucke ich hier nochmal bei Scanning Setups. Hier sieht man praktisch die Seriennummer, welche Firmware drauf ist. Hier kann man auch nochmal schauen, ob was Aktuelles da ist. Also sieht gut aus. Wir haben die aktuelle Version. Und hier ist die Wi-Fi-Verbindung, die wir später brauchen. Also das findet man unter Settings. Was haben wir hier noch? Genau, hier ist die Sprache, wo man einstellen kann. Also hier sieht man Englisch, Auto, Deutsch ist leider nicht drin. Aber da werden wir klarkommen. Ja, das Verzeichnis, wo die Dateien runtergeladen werden. Und ja, dann haben wir hier noch die Informationen. Und jetzt können wir praktisch hier, ist unser Preview, das sehen wir jetzt praktisch im Endeffekt, ja, hier haben wir die RGB-Kamera, hier auf Auto stehen, man kann hier den Grid reinmachen, was ich jetzt ganz gut finde, dass man sich ein bisschen so ausrichten kann, hier die Helligkeit, ja, auch hier sieht man jetzt zum Beispiel, umso heller das wird, verschwinden die Teile, also hier kann man schon mal ganz grob sehen, wo man hin will, welche Einstellung man nehmen möchte. Hier kann man natürlich, dann geht es los zum Scannen. Und hier ist eine Modellliste. Und hier ist auch nochmal ein Guide, wo man praktisch nachlesen kann. Ja. Gut, Support ist auch klar. Kommt man hier zum Support fragen, haben wir das geklärt. Das ist jetzt mal so die erste Übersicht der Software. Wie gesagt, ihr seht, das wird sich jetzt hier gleich auch noch mal ein bisschen ändern. Aber bevor wir jetzt anfangen, endlich zu kalibrieren und den Kopf hier einzuscannen, besser gesagt, bevor wir den Kopf einscannen, wollen wir ihn noch mal kalibrieren. Denn wenn er nicht kalibriert ist, dann kennt ihr das Video von mir, von dem Cura, dieses Fossi, dann werden die Flächen nicht so glatt. Also deswegen werden wir jetzt erstmal kalibrieren und dann scannen wir diesen Kopf. So würde die Kalibrationssoftware aussehen, aber kommen wir später nochmal dazu. So, dann wollen wir doch mal anfangen zu scannen. Und zwar habe ich das jetzt hier mal grob ausgerichtet. Ja, ihr seht auch hier den Hintergrund. Natürlich kann man da was davor machen, das abdecken. Dann wird es vielleicht noch schärfer. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so, denn wir orientieren uns hier. So, hier diese Leiste zeigt uns an, ob wir, ja, hier zu weit sind wir, ja, das wäre zu nah, das wäre
super, exzellent halt und das wäre gut. Also dann wollen wir doch mal gucken, das ist jetzt wieso die Preview. Jetzt gehen wir mal hin und sagen ihm scannen. Ja, und hier haben wir praktisch den Namen. Den geben wir mal ein. Lassen wir das mal so. Oder sage ich mal, mein erster Test. So, gut. Da ist praktisch, wo das hingespeichert wird. Da könnt ihr es praktisch auch nochmal zum Browser machen, aber wir lassen das jetzt mal so. Gut, dann haben wir Scan Settings. Ja, hier haben wir Default. Da kann man Vorwerte einstellen. Gut, jetzt haben wir hier, hi, hier machen wir erstmal Fast Scan. Dann machen wir Scan Future. Hier kann man die Future einstellen. Hier bei der Info seht ihr dann praktisch, wenn man es lässt, für was die einzelnen da sind. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt auch eine super gute Anleitung hier, wo man das praktisch auch in Deutsch gut lesen kann. Das zeige ich euch später auch nochmal. Jetzt haben wir hier, das lasse ich auf Future. Ja, hier kann man dann Marker Dark, wenn man Gesichter scannt, das wollen wir auf alle Fälle machen. Ein Kopf scannen, das auch. Body und jetzt ist meine Kamera davor. So, und hier haben wir Textur No Color. Also das Projekt ist ja jetzt weiß. Und wenn wir ein Projekt hätten mit vielen Farben, dann würde man das hier wählen. Gut, soweit lasse ich jetzt mal die Einstellung, damit wir hier mal vorankommen. Genau, jetzt ändert sich die Option. Jetzt nehme ich mal hier meinen Monitor hier rüber. Ich möchte euch das natürlich zeigen. Hier passiert noch nichts. Dann lasse ich das mal so, nur damit ihr so seht, was da passiert. Gut, jetzt haben wir hier den Scanner in Kamera. Ich lasse das jetzt auch hier mal auf Auto. Hier könnt ihr das Grid ein- und ausschalten. Ihr könnt natürlich auch jetzt auch manuell machen. Ja, und hier das Licht eingeben und ihr seht, er gleicht das an. Aber ich gehe jetzt mal hier auf Auto. Dasselbe haben wir natürlich auch hier. Hier können wir die Helligkeit eingeben. Und jetzt sehen wir natürlich auch schon, dass es eigentlich besser ist. Jetzt mache ich mal den Teller an hier. Ja, jetzt fängt das Projekt sich an zu drehen. Und hier sehen wir nur wenig rote Punkte. Eigentlich versuchen wir mal noch ein Stück höher zu gehen oder ich tue es mal überbelichten. Jetzt sagt, seht ihr hier die roten Stellen. Das ist dann jetzt zu viel. Also gehen wir hier ein Stück zurück. Und mit den dreien kann ich eigentlich gut leben. Ja, lassen wir drei. Erstmal zum Testen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, ihr seht praktisch hier ist der Scanner, hier das Objekt, der Drehteller. Und jetzt müssen wir natürlich nur mal gucken hier, dass wir hier ein bisschen näher rankommen. Und ihr seht das nämlich jetzt schön. Jetzt versuche ich mal, das hier näher ranzumachen. Und ihr seht schon, das wird besser. Und wenn ich jetzt noch näher gehe, ja, bisschen hier ausrichten. Jetzt wäre natürlich richtig gut, ja. Aber natürlich seht ihr auch, da geht uns Detail verloren. Aber das ist eigentlich auch nicht schlimm. Und wenn ich jetzt zu nah dran gehe, ist klar. Also ihr seht hier sehr schön, wie man das hier auch ausrichten kann. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich mache einfach mal nur gut, dass wir so das Ganze drauf haben. So, so lasse ich es jetzt mal. Jetzt sind wir hier schon wieder ein bisschen mehr rote Punkte. Dann nehme ich hier nochmal was zurück. So. Das Einzige, was ich noch machen werde, das sind wir jetzt immer spiegelverkehrt. Ja, genau. Dass ich das hier noch ein bisschen mehr in die Mitte setze. Okay, jetzt fangen wir an zu scannen. Hier haben wir einen Timer drinne, den kann man verkürzen. Ich lasse ihn jetzt mal drinne, dass ihr seht, was da passiert. Jetzt fängt er das Scannen an. Und hier sehen wir alles, was schon grün ist. Da baut er die Wolken auf. Ja? Also das erkennt er ganz gut. Und da, wo jetzt hier noch blau ist, da müssen wir halt dann noch ein bisschen nacharbeiten. So, jetzt hat er mal fast eine Drehung. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auf Pause zu gehen. Ja, drücken wir mal auf Pause. Ja, und ihr seht jetzt schon, was wir hier haben. Also hier sind noch ein paar Stellen und hier. Ja, und natürlich hier oben fehlt es, weil er das nicht hat. Und jetzt haben wir halt hier die Möglichkeit, ihn einfach
ihn mal hinzulegen, eine andere Perspektive ihm zu geben. Auch hier würde ich aber gucken, dass ich hier mehr im Feld bin. So, ist immer noch gut. Okay, und dann tun wir weiter scannen. Und zwar drücken wir jetzt hier wieder auf Play. Und ihr seht, er erkennt sofort das Objekt. Ja. Also das ist schon ein Phänomen, muss ich ehrlich sagen. Bin da total begeistert, bin ja so Technikfreak. Aber wie cool das ist, ja. Obwohl man jetzt hier das alles geändert hat, erkennt er das. Er setzt seine neue Wolke, geht hier auf die Details. Jetzt lassen wir ihn da noch mal eine Runde rum. Jawohl. Gut, dann sagen wir ihm nochmal Pause und jetzt sehen wir schon, auch hier, das was vorher gefehlt hat, hat er jetzt gefunden, zugemacht. Er hat hier ein paar Details genommen, hier fehlt noch, also sieht man schon, dass da noch was gemacht werden muss. Ja, auch hier haben wir hier noch was, wobei er da, finde ich, was dazu getan hat. Aber das ist auch kein Problem, das können wir später rausschneiden. Gut, dann wollen wir es nochmal drehen. Und zwar gehen wir mal auf die Seite. Und hier versuche ich jetzt einfach mal auf Exzellent zu gehen. Und werde aber auch die Kamera noch ein bisschen weiter runter machen. So, und das auch noch mal ein bisschen mittiger. Also ihr seht schon, da kann man ein bisschen dran arbeiten. So, machen wir mal so. Das haben wir nur noch gut. Wir wollen aber exzellent. So. Und dann schauen wir mal und starten ihn weiter, was er da macht. Auch hier wieder, seht ihr, er kennt grob das Motiv, also das Modell, setzt seine neue Wolke drüber. So, jetzt sagen wir ihn auch wieder stoppen und machen das jetzt wirklich nochmal auch von der anderen Seite und dann denke ich mir, haben wir alles soweit gescannt, was man scannen kann. So, wollen wir mal gucken, ob er das immer noch exzellent hat. Jawohl, das lasse ich jetzt mal so und scanne das. Ah, machen wir. Wir wollen ja gut. So, exzellent, ja. Und hier sehen wir aber jetzt schon, da gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Also, das ist halt jetzt einfach mal so ein Ausprobieren, Spielerei für den ersten Test. Werde mich dann natürlich auch noch später ein bisschen spielen, um ein super gutes Ergebnis hier rauszukriegen. Ja, und da haben wir ja hier diese eine Stelle. Mal gucken, ob wir die jetzt hier ein bisschen besser kriegen. Jawohl, jetzt hat er die. Ja, also das lohnt sich doch, das wirklich von mehreren Seiten einzuscannen. So, jetzt sind wir wieder eine Runde rum. Dann sage ich ihm nochmal Stopp. Also ihr seht, ihr könnt das so oft wie möglich so oft machen, wie ihr wollt. Ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen das Gesicht, wo ich sage, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen mehr Kontur. Auch hier werde ich jetzt mal den hinstellen, versuchen auf exzellent. Jawohl, so lassen wir das. Und werden den auch nochmal da eine Runde scannen. Und dann machen wir einfach mal weiter. Auch immer wieder brutal, wie er das angleicht, wie das funktioniert. Mega. Also wirklich, wirklich easy. Okay, so, dann ist das soweit. Ganz gut. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was wir jetzt hier noch machen können. Ja, ich würde sagen, das gefällt uns so. Das lassen wir jetzt mal. Und sagen ihm hier Setting Name. Sagen wir mal Save. Und sagen ihm
Kopftest. So, wurscht. Und jetzt gehen wir hier auf Stopp. Und jetzt fragt er uns hier Tipp komplett. Oder ob wir es canceln wollen. Oder ob wir einen Restart machen wollen. Gut. Das wollen wir nicht. Ich will sagen komplett. Und jetzt seht ihr, macht er hier auf Pause. Ja, hab mal den Turntable auch ausgeschaltet. So. Und wir sehen hier an dem Balken, dass er das jetzt bearbeitet. Und jetzt warten wir dann, bis er fertig ist. Und dann sehen wir uns wieder hier. So, jetzt sehen wir hier Fusion komplett. Also er hat es komplett gerendert. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ja, man hätte hier, sind noch ein paar Sachen. Aber jetzt schauen wir mal, ich finde es auch so cool, wie man das hier drehen kann. Hier. Jetzt will ich das einfach mal so lassen. Jetzt haben wir hier praktisch ein neues Menü. Hier können wir es exportieren, aber hier können wir es noch meshen. Ja? Und zwar machen wir Auto, lasse ich jetzt mal so. Und hier können wir die Löcher füllen machen. Gut, wir können das natürlich auch manuell machen. Ja? Dann können wir Ihnen hier jetzt sagen, Meshqualität 6, ja? Den Neues entrauschen. Aber ich mache jetzt einfach mal Auto und sagen aber trotzdem hier, ja, ich würde doch sagen, lassen wir es mal auf volle Qualität. Machen wir hier mal 4. So, okay. Dann haben wir die Mesh-Settings eingestellt. Und dann können wir es meshen. Ja, jetzt wird es auch nochmal gemesht. Das dauert jetzt auch nochmal. Hier sehen wir den Balken. Und wenn es fertig ist, dann können wir es exportieren. So, jetzt sehen wir auch hier Meshing komplett, ja. Und jetzt wäre der nächste Schritt. Und wir, hier sehen wir schon mal, ja, der hat es schon geklettet. Und was ihr jetzt hier seht, diese rauen Stellen, diese Fuzzy, sage ich jetzt mal. Da habe ich ja mal über Cura ein Video gemacht, wie man das machen kann. Kommt daher, dass der noch nicht richtig kalibriert ist, ja. Aber dazu kommen wir später nochmal. Gut, aber ich will das jetzt einfach mal exportieren. Dann drücken wir hier auf Exportieren und jetzt sage ich ihm einfach mal Download. Mach mal einen neuen Ordner, sage ihm Revo.pop2 Dateien. Dann weiß ich, wo ich das finde. Zack, sage ihm Öffnen, gib dem einen Namen, sage jetzt hier einfach mal Kopf. Und hier hat man praktisch, kann ich das jetzt als Objekt und als STL-Datei speichern. Ich nehme tatsächlich jetzt mal Objekt, STL-Datei wäre jetzt auch okay, aber hier hat man nochmal die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Gesicht einscanne, einfach mein Gesicht da reinzuarbeiten. Aber das sind Sachen, die darauf kommen wir später. Ich lasse es jetzt mal als Objekt, speichere es. Und auch hier ist er fertig und jetzt sehen wir uns wieder vom Monitor. Also liebe 3D-Druckfreunde, eine super Sache. Ihr seht hier, wie gesagt, der Kopf, den werde ich jetzt mal auf einer SD-Karte speichern. Hinten mal bei irgendeinem Drucker ausdrucken, schauen, wie das kommt. Das ist das Prinzip, das ist jetzt überall gleich. Natürlich können wir das auch noch mit dem Handy machen, da kommen wir später nochmal dazu, um auch das Gesicht zu scannen. Jetzt werde ich halt ein bisschen so mit ein paar Objekten rumspielen, werde euch das zeigen, was dabei rausgekommen ist, damit wir das hier ein bisschen verkürzen. Aber das Prinzip ist hoffentlich klar und ich finde das phänomenal. Also es macht auch wirklich Spaß, da Sachen zu suchen, was man da scannen kann. Auch Teile, die echt lang brauchen, bis man die nachgebaut hat in Fusion 360 oder sonstiges, ruckzuck eingescannt und man hat immer noch die Möglichkeit, es dann zu bearbeiten. Also hier eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Okay, ich werde jetzt nochmal ein bisschen spielen, zeige euch ein paar Sachen und werde die Sachen natürlich alle auch ausdrucken, die seht ihr dann am Schluss. Ich weiß auch, wahrscheinlich wird das auch wieder ein bisschen ein längeres Video werden, aber ihr kennt mich. Ich mache das, versuche es wirklich immer ausführlich zu machen
auch für die Leute, die das erste Mal dran sitzen, denn ich habe auch mich ein bisschen da reinfuchsen müssen. Und wenn man dann vielleicht so ein Video hat, wo man das ein bisschen schneller geht, dann ist man auch geholfen und nicht sich da das eine raussucht und das andere. Also ja, so bin ich. Okay. Alles klar, dann scannen wir jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich zeige euch das, was ich hier mache. Dann zeige ich euch die Drucke, komme auch nochmal zum Fazit und vielleicht auch hier nochmal ein paar Anregungen, wo man wirklich diesen Scanner oder 3D-Scanner, die sind ja nicht billig, gebe ich ehrlich zu, wo das Anwendung hat und wie man ganz schnell schauen kann, dass sich das harmonisiert, dass das auch wieder reinkommt, was man da ausgibt. Ja? Okay, dann zeige ich euch hier ein paar Scans. So, hier sehen wir mal einen Engel, den ich gefunden habe. Ja, der jetzt auch nicht ganz weiß ist. Dort habe ich dann einen Collar eingestellt. Also ich will jetzt hier nicht jeden Schritt euch nochmal zeigen, sondern ein paar Sachen mal ausprobieren. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil ziemlich schwer der Engel in den Bereich zu kriegen, um dann hier praktisch exzellent oder gut. Ja, wenn ich den ganz drinnen hätte, hier in dem Feld, dann wäre es too far. Also jetzt nehme ich halt mal so exzellent auf und versuche, so viele Details wie möglich mitzubekommen. Gut, dann kann ich ihn hier auch schon mal stoppen. So, ein bisschen darüber. So ausjustieren. Dann haben wir noch gut. Scannen wir mal da weiter. Also ihr seht, es ist immer wieder dasselbe Prinzip hier bei dem Drehteller. Und jetzt finde ich schon, wird es ein bisschen interessanter, denn hier hat er wahrscheinlich doch einen Fehler jetzt drinne, weil ich natürlich den gestoppt habe. Und das seht ihr daran, dass er sich hier nicht mehr dreht. Ah, doch, jetzt hat er es. Ups, ich nehme alles zurück. Er hat es gefunden. Schaut, man muss nur drüber reden. Aber wie gesagt, ich finde das genial und Phänomen, ja, wie ihr das hier macht. Schaut her, jetzt hat er auch die Seite und wieder eine neue Wolke, wo er hier gescannt hat. Dann machen wir hier nochmal Pause und so weiter und so fort. Wenn ich hier fertig bin, zeige ich euch das fertige Ergebnis. So, jetzt habe ich den soweit fertig und denkt mir mal, das reicht. Dann sage ich ihm stoppen wieder, sage ihm komplett. Und er fängt wieder an, den Engel zu rendern. So, das Fusion ist komplett. Jetzt wollen wir noch mal hier reingehen und gucken. Ja, lassen wir auch wieder mal so manuell das Rauschen lücken. Ja, passt so. Lasse ich. Und dann wollen wir das mal speichern. Und dann kann ich euch auch gleich die zweite Software zeigen, die mitgeliefert worden ist. Das Revo Studio. Und zwar können wir dann hier hingehen, uns die Datei wiederholen, und zwar sagen wir hier importieren, und zwar habe ich das ja in dem Ordner RevoPoint Pop 2 und zwar hier den Engel als Objekt und laden den jetzt in das Revo Studio. So, dann ist das Projekt schon geladen, also wir sehen hier wirklich, ja, gar keine schlechte Kopie, und da das auch ein Gips ist, hat das auch Löcher. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Und zwar, also hier haben wir praktisch das Edit, ja, Select by Recycling, Select Polygone. Dann haben wir Point. Können wir hier die Punkte machen wir hier High. Dann haben wir hier Smooth, ja, können wir auch ein bisschen smoother machen. Ja, nicht zu viel, wir wollen ja auch Details haben. Ja, hier sieht man das auch nochmal, kann man alles einstellen. Hier will ich jetzt nicht ins Detail gehen, da muss ich mich auch noch ein bisschen reinwurschteln. Ja. Haben wir hier auch den Grid? Gut, dann haben wir hier haben wir Overlaps. Nein. Und jetzt können wir das meshen. Ja. Weil das war vorher nicht gemesht, sondern ist ja nur so ein Objekt. Und hier können wir ihn dann sagen, exzellent, und sagen ihn Löcher schließen und sagen ihn Apply. Und jetzt könnten wir das dann später auch als STL-File wieder
exportieren. Und somit könnte man das auch ausdrucken. Ja, dieses Programm ist auch mega cool. Jetzt seht ihr, wie schön das glatt geworden ist und auch ein schönes Projekt. Und jetzt schaue ich mal, wie ich das mit dem 3D-Drucker rauskriege. Gut, ich wollte euch hier auch nochmal das Programm zeigen, das Revo Studio, was dazugekommen ist. Dort kann man halt hier auch nochmal Nacharbeiten vollziehen. Ja, so, dann wollen wir das natürlich auch exportieren. Ja. Und zwar sagen wir Engel und dann können wir es jetzt auch als STL-Datei sichern und das machen wir auch. Weg ist es. Wenn es fertig gedruckt ist, zeige ich es euch am Ende. Ja, hier zeige ich euch mal ein Projekt oder ein Objekt, ja, was halt total schwierig ist, ja. Und ihr seht hier schon, selbst wenn ich Auto mache, ja, das wird hier nicht besser. Und es ist immer unterbelichtet und das kommt daher, weil dieses Pferd hier chrom ist, glänzt, ja. Und das kann er nicht erfassen. Wir können es gerne auch mal hier testen, lassen wir mal drehen. Ihr seht, da passiert nichts, er erkennt auch nichts. Und es ist auch egal, welche Einstellungen er hat. Und zwar kann ich das auch ruhig jetzt mal wegmachen hier und euch zeigen. Ja, ihr seht es hier. Zack, das glänzt von allen Seiten. Ja. Aber das heißt, trotzdem können wir dies einscannen. Und zwar gibt es da ein Mittel, das zeige ich euch gleich mal. Ja, und zwar nennt sich das hier 3D-Scan. Das ist nichts anderes. Wenn man das jetzt hier drauf sprüht, wird das weiß matt, ja, und somit glänzt das nicht mehr. Und dann können wir es wie mit der Figur auch wieder einscannen. Ja, alles, was glatt ist oder spiegelt, wird meistens nicht funktionieren. Und hiermit kann man das wieder ergänzen. Das ist jetzt ein Mittel, was sich leicht wieder abwäscht, ja, damit man das auch wieder benutzen kann. Aber es geht natürlich auch, bestimmt Kreidespray würde genauso gehen. Es geht hier nur darum, dass man das einsprüht, dass er die Konturen wieder erkennt und dass es nicht so glänzt. Ja, das nehme ich auch her für einen Laser, ja, zum Beispiel bei Scheiben oder transparentes Plexiglas sprühe ich vorher ein und dann kann ich das auch wirklich gut lasern. Ja, dafür ist dieses Mittel, das werden wir dann mit dem Modell mal ausprobieren und ob das dann wirklich funktioniert. Und wie gesagt, ich muss sagen, natürlich kriegt man ein bisschen dann Routine, man muss auch noch ein bisschen üben, aber es macht mega Spaß. Ihr seht schon, ich bin auch schon mal gespannt auf die Ausdrucke, ob das auch so wird, wie ich mir das vorstelle. Dann wollte ich dir noch sagen zur Kalibration. Ja, also es gibt wirklich diese drei Softwaren, auch dieses Calibration Software, aber zurzeit haben sie die entfernt aus der Internetseite, da es Missverständnisse gab mit den Vorgänger oder besser gesagt mit den Pop Mini, ja, da funktioniert diese Kalibrationssoftware nicht, deswegen haben sie die rausgenommen aus Sicherheitsgründen und die arbeiten gerade dran und deswegen blende ich euch hier das Video ein, was ihr hier seht, so wird es kalibriert. Wie gesagt, hier, dafür ist das ja hier zuständig. Und ihr seht auch hier schon die vorgehobenen Punkte. Wie gesagt, ich blende es euch hier mal ein, kurz. So wird es kalibriert. Man muss versuchen, diese Punkte dann einzufangen mit der Software. Und hier ist dann praktisch auch nochmal so ein Fuß. Dann wird es auch nochmal so schräg gestellt, wie ihr es hier im Video seht. Leider konnte ich das jetzt nicht machen, aber ich bin da im engen Kontakt. Und sobald die Software wieder freigegeben ist, werde ich das natürlich zeigen. Auch hier muss ich ehrlich sagen, da werde ich noch mehr Sachen oder auch mehrere Videos machen, wenn ich dann auch mal ein bisschen mehr Erfahrungswerte habe und vielleicht
die ein oder anderen Tipps oder Tricks oder was nicht geht, euch zeigen kann. Ja, dann haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt sprühe ich das mal ein, dann scanne ich euch das, zeige das nochmal, werde das dann auch ausdrucken und dann kommen wir schon langsam zum Fazit. Es ist auch wieder ein längeres Video geworden, aber wie gesagt, ihr kennt mich ja. Ich möchte es gerne ausführlich haben und möchte auch meine Erfahrung damit preisgeben. Gut, dann machen wir das noch und natürlich habe ich noch jemanden eingeladen, der natürlich mein Gesicht noch einscannt. Das will ich, das ist unbedingt, was ich euch noch zeigen will. Und das ist dann praktisch ja auch für Mobile, wie man es anschließt, den Charger anschließt. Dafür ist das gedacht, das zeige ich euch auch noch. Ja, es wird noch ein paar Minuten dauern. Ja, natürlich bin ich rausgegangen. Ne? Wusste jetzt nicht, ob das riecht oder nicht, aber ich muss sagen, das lässt sich gut auftragen, kaum Geruch. Und ihr seht, hier mit diesem 3D-Scan-Spray tut man das mattieren, also besser gesagt weiß, das ist wie Kreide, muss man wirklich aufpassen. Wenn man da mit der Hand wieder drauf geht, ist es auch sofort wieder runter. Wahrscheinlich auch nur bei dem glatten, glänzenden Projekt. Hier seht ihr mal, so sieht es vorher aus. Ja, und hier sehen wir schon mal im Preview, ja, durch das Spray, da hat sich schon einiges getan, ja, auch hier. Da können wir mal gucken. Da können wir mal heller gehen. Gehen wir gleich auf Scannen und dann zeige ich euch hier das fertige Ergebnis. So. Dann haben wir das hier drüben. Es ist gut. Wir haben Auto. Hier ist Unterbelichtung. Überbelichtung. So. Ja, 3. 2. Ja, lassen wir es mal so. Testen wir und fangen schon mal an zu starten. Und wie ihr seht, wieder nichts, denn der Turntable muss ich auch noch drehen. So, jetzt hat. Und jetzt nimmt er das sehr schön auf. Wie gesagt, vorher war gar nichts. Durch dieses Spray wird es matt und er erkennt es. Aber man könnte auch auf alle Fälle Kreidespray auch hernehmen. Ja, und was ich hier eigentlich noch sagen soll, wollte, das Objekt wäre schon fast sogar mit der Hand zu scannen, weil es schon zu groß ist, aber wir mogeln uns mal da durch, mal gucken, wie dann das Endergebnis aussieht. Ja, das Modell war ein bisschen twickiger, aber ich habe es geschafft. Am Ende zeige ich euch den Druck und was ich jetzt hier meine, ist hier, schaut mal, ich glaube, das ist bei diesen, jetzt sieht man es ganz gut, überall habe ich diese Kreide. Ja, also das lässt sich auch wieder ganz toll entfernen, jedenfalls bei so glatten Flächen. Ich habe ein bisschen auf dem Druckbett natürlich gehabt, aber es ist tricky in dem Sinne, weil wenn ich es hinlegen möchte, ja, schau dir, dann habt ihr hier diese Abdrücke. Das geht natürlich auch genauso schnell wieder runter. Also, ja. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Jetzt kommen wir zur drahtlosen Verbindung. Natürlich können wir das auch hier, die POP 2, in Vivi-Mode betreiben. Auch dann für das Handy-App installieren. Das zeige ich euch jetzt hier. Und warum ich das euch zeige, ist natürlich, wir wollen ja mein Gesicht scannen. Ja? Also hier die Installation, wo man sich die App runterlädt. Und man kann es auch über den PC oder Mac auch über Vivi betreiben. Und dann kommen wir zum Gesichtsscannen. Ja, und natürlich könnt ihr dann auch über Wifi-Verbindung, ihr seht schon, Scanner ist connected über Wifi, auch euch hier verbinden über den Rechner. Ist natürlich super, wenn man dann kein Kabel hat, kann man sich frei bewegen und somit kann man dann auch die Aufnahme machen. Ihr seht schon hier das Bild. Das funktioniert einwandfrei. Ihr habt hier den Wifi-Spot und dann die Settings. Und was ihr dann natürlich machen müsst, ihr müsst euch oben POP 2 Revo, also praktisch euren POP 2, dann verbinden. Ja,
Eigentlich ziemlich einfach. Auch hier super Lösung, denn hier ist man ziemlich frei. Ja, um uns drahtlos zu verbinden, müssen wir das ein bisschen umbauen. Und zwar nehmen wir hier die Powerbank her. Und zwar hat die 4000 Milliampere, da geht einiges. Und ihr seht auch, hier ist auch noch Kreide dran. Gut. Und natürlich den Aufsatz für einen Handyadapter. Ja, und hier nochmal zeige ich es euch. Dann kann man natürlich auch das Stativ noch unten an die Powerbank befestigen. Somit hat man einen längeren Hebel. Also ist für alles gedacht. Man kann es auch dann wieder hinstellen. Dann schließen wir auch das an mit den mitgelieferten Kabeln. Also ist wirklich alles dabei. Fehlt nichts, außer für ein Mac. Das ist ein spezielles Kabel. Aber gut, das ist jetzt auch nicht das Problem. Okay, oben wird wieder der POP 2 angeschlossen. Und dann an der Powerbank ebenfalls. Ja, und wenn alles funktioniert hat, sollte das grüne Licht leuchten. Hier auch nochmal von der POP 2 die Nummer. Geht alles über Wi-Fi. Das grüne Licht ist okay. Und dann sollte es funktionieren. Dann nehmt ihr euer Smartphone, geht in eure App, sucht nach RevoScan. Hier, so sieht es aus. Tut es installieren. Zack, runtergeladen. Und dann können wir es auch schon öffnen. Dann nur noch in eure Einstellung POP3 Revo suchen, anklicken und Passwort eingeben. Fertig. So, dann schauen wir mal, ob es sich verbindet. Jawohl, ist es da und schon haben wir es auf dem Handy. Jetzt werden wir es noch einklemmen und hier zeige ich euch nochmal, dass es auch funktioniert. Ihr seht schon, das ist Preview-Ansicht. Hier ein kleines Beispiel. Es funktioniert. So, meine lieben 3D-Druckfreunde, jetzt geht's endlich ans Gesichtsscannen und ich habe mir eine große Hilfe genommen und zwar den Jörg. Hallo, Servus. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Jörg, Willis Bekannter, Kumpel, Nachbar, Freund und Helfer. Hab auch einen kleinen Kanal, ja, mit so ein bisschen Drohnenfliegen und so Geschichten und mit dem Willi, ja. Haben wir schon einiges abgezogen und heute machen wir hier weiter. Ja, und da sage ich auch immer wieder Danke, denn auf dem Jörg ist Verlass. Und hier blende ich auch nochmal den Kanal ein, Drohnenkraffer-Kanal. Also wir helfen uns da gegenseitig. Und Jörg, hättest du gedacht, dass du zuerst in meinem Video bist, als ich in deinem? Hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil ich hatte den Willi auch schon angeschrieben. Ich brauche auch seine Hilfe, da ich dann ja mit einer Drohne fliege und da brauche ich den Willi dann dazu als Hilfe. Naja, jetzt ist halt andersrum. Gut. Und ihr seht schon, der Jörg hält kräftig den POP2-Scanner in der Hand, denn ja, alleine ein Gesichtsabscannen ist ein bisschen schwierig und wir werden jetzt dann das mal ausprobieren. Aber ich sage jetzt hier schon im Vorfeld, denn ich habe hier einen Resin-Drucker bestellt, einen großen, der ist leider nicht angekommen in der Zeit, denn ich möchte ja auch das Gesicht dann drucken und habe mir dabei überlegt, dass wir dann daraus einen zweiten Teil machen werden. Wir werden bestimmt Spaß haben, Jörg, oder? Klingt schon, ja. Und dann werden wir einige Gesichter drucken und scannen, ja, also seins und meins. Und wie das dann funktioniert, zeigen wir euch dann im zweiten Teil. Würde jetzt auch das Video sprengen. Wir sind schon hier fast bei 40, 50 Minuten. Also werde euch aber dann ein paar Ausschnitte schon zeigen im Outro und sage hier auch nochmal, danke Jörg, dass du dich dafür bereitstellst. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle im zweiten Video. Alles klar, gut, und dann viel Spaß euch. Kommen wir zur Spezifikation und zwar gehe ich hier gerne mal auf die Webseite. Wir sehen hier mal den stolzen Preis, ja, von 799, aber nicht erschrecken. Dazu sage ich im Fazit noch was dazu. Aber das ist auch unter 1000 für so einen 3D-Scanner, ist schon wirklich, wirklich gut. So, dann kommen wir aber zu den wichtigsten Daten. Hier sieht man mal, was man hier so alles einscannen kann. Ja, auch Prototypenteile und Gesichter, Körper. Also ist alles dabei, was ich jetzt im Kurzen nicht so zeigen konnte. Muss auch hier bestätigen, professionelle Grid Quality, also die Qualität ist wirklich, wirklich gut von dem Gerät. Hier sieht man mal hier den Mikroprojektor. Das könnt ihr euch dann alles selber mal, wer technische Daten braucht, hier rausholen. Ja, hier sieht man auch nochmal mit dem Handscanner, was man alles scannen kann, große Teile. Und hier, ja, ganze
Skulpturen wie Vasen und hier natürlich das Fes, das zeige ich euch, da wird ein zweiter Teil kommen, weil es ist ein bisschen tricky und da möchte ich mehr dazu sagen. Gut, dann haben wir hier easy to use, muss ich wirklich sagen, so weit, so gut, ist eigentlich alles wirklich easy gemacht. Hier, was alles dazu gibt, ganz tolle Sache, ja, und die Handhabung ist wirklich, wirklich cool. So, ja, hier muss man dazu sagen, es gibt auch die Revo Mini. Wir haben die Revo Point Pop 2 vorgestellt. Und hier die technischen Daten. Ja. Single Frame 0,05 mm, 0,1 mm. Scan Speed, ja. Point Distance, die Größe. Da könnt ihr wirklich euch das mal anschauen. Und hier, was alles dabei ist. Ja, das habe ich euch gezeigt. Da haben wir die Spezifikation. Ja, wir haben hier einen POP2, CPU, Dual-Core, ARM-Kontext 07. Also wirklich, es ist schnell, läuft flüssig auf Mac jedenfalls, kann ich nur behaupten. Dann muss ich sagen, so die Software und alles funktioniert einwandfrei, genauso wie die Wi-Fi-Verbindung. Ja, das. Oh, ihr seid schon dran. Kennt ihr das? Mit den, wenn man Stützstrukturen macht und die nicht abbekommt. Also, ihr seht schon mal, hier ist das Pferd. Ich bin hier noch ein bisschen am Arbeiten. Wie gesagt, bin da zeitlich jetzt auch nicht so fertig geworden. Aber ihr seht, das ist ein wunderschönes Duplikat geworden. Wenn die Stützstrukturen jetzt noch weg sind, mega. Auch hier muss ich sagen, ja, ein schönes, gut, jetzt seht ihr das nicht, ja, ein wunderschöne Kopie geworden. So, natürlich hätte man das besser drucken können, ja. Ihr seht, was man da so machen kann, funktioniert einwandfrei. Auch hier den Engel würde ich euch gerne zeigen, aber ihr seht, ich kriege den auch noch nicht runter, ja. Aber ich zeige euch das im zweiten Teil. Das sind so Sachen, wenn es schnell gehen soll. Aber es ist ein tolles Spielzeug, hätte ich beinahe gesagt. Nein, provisionell muss ich auch sagen. Brauchen wir nicht reden, kommen wir nochmal zum Preis. Also man braucht ein bisschen Einarbeitungszeit, aber es ist total easy zu handeln und man kriegt ruckzuck auch ein tolles Ergebnis. Plus, dass man dann es auch schnell drucken kann. Ja? Und wenn man dann die richtigen Parameter dazu hat und die richtigen Stützstrukturen, dann hat man viel Freude damit. Aber hier geht es nicht ums Ausdrucken, sondern um den 3D-Scanner. Ich finde, seine knappe 800 Euro ist er allemal wert. Jetzt werden die einen sagen, ja Willi, ist klar, den hast du ja zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich hätte mir den auch geholt, muss ich dazu sagen, denn es ist ein super Service. Ja? Also auch hier, das hat man so schnell drin, das Geld, das glaubt ihr gar nicht. Auch allein schon die Ideen. Stellt mal vor, ihr könnt von euren Freunden die Köpfe einscannen und eine Figur draus machen. Ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, Hochzeitsgeschenk. Ach, fragt mich. Ja? Ruckzuck habt ihr das auch wieder drinne. Ja? Egal wie. Ja? Oder ihr macht eine kleine Geschäftsidee da draußen, könnt Sachen kopieren. Oder Sachen, die jemand gemacht hat, wertvoll sind, auch wieder kopieren und ihn wiederherstellen. Fingerabdrücke, Hände, alles möglich, was man damit machen kann. Wie gesagt, Körper. Ich glaube, das Geld ist eine gute Investition und wenn man es ein bisschen geschickt anfängt und auch ja, weiß, wie man es macht, hat man das auch schnell wieder drinne. Zu dem Preis, das Fazit und so ein Drucker, 3D und so ein 3D-Scanner für so eine Preislage zu kriegen, unter 1000 Euro, schon mal top. Also ich hatte bei den normalen Scans überhaupt keine Probleme. Beim Gesichtsscan, Körperscan ist noch ein bisschen tricky, aber das sind reine Erfahrungswerte und da brauche ich halt auch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen werde ich da auf alle Fälle noch ein Video machen. Auch möchte ich so ein Video machen und zwar hat er ein Problem natürlich mit schwarzen Teilen. Ja, hier habe ich es mal eingepudert, das geht auch, alternativ zu der Kreide. Und ihr seht, hier ist überall Kreide, da müsst ihr aufpassen, wirklich. Also das ist nicht schlimm, das kann man wegwischen, aber wenn man es mal hat, dann hat man es überall.
Und somit erkennt er das wesentlich besser. Und beim nächsten möchte ich noch auch einen Test machen. Wenn ich sage, ich habe jetzt so ein Teil, das ist kaputt gegangen, ich möchte das rekonstruieren, ich möchte das einscannen und wie ist da auch die Passgenauigkeit? Kommt im zweiten Teil. Fazit: Auf alle Fälle ist er das Geld wert, macht mega Spaß. Es kommen wahnsinnige Ideen, was man damit machen kann. Handling einfach, man kann ihn rausnehmen. Ist ja, ein Batteriecharger dabei fürs Handy, das funktioniert einwandfrei. Habt da keine Probleme. Ihr braucht nicht unbedingt einen großen Rechner, also ein bisschen Leistung sollte er haben, aber mit allen ist machbar. Und hiermit wirklich gebe ich hier einen Daumen hoch und ich hoffe, ich mache das jetzt nicht dreckig auch. Allein schon so solche Sachen, ja. Jetzt packe ich das hier wieder rein. Sauber, super toller Koffer, total edel, schön aufgehoben, kann man überall mitnehmen. Zu den Sachen wie glänzend, aber das ist ganz klar. Dafür gibt es solche 3D-Scan-Sprays oder für glänzenden Sachen, aber das sind natürlich Sachen, damit kämpft man oder schwarze Sachen, tut man halt ein bisschen einpudern und dann funktioniert das auch. In Sumaru muss ich wirklich sagen, ein gelungener 3D-Scanner, der viel Spaß macht und man auch wirklich schnell zu Ergebnissen kommt. Also hier sage ich nochmal Danke an RevoPoint, ja, für die Verfügung, dass ich den da bekommen habe und für alle anderen. War ein langes Video. Ich sage Danke und würde mich freuen natürlich, wenn ihr das noch nicht getan habt, über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ist ein langes Video geworden, wie immer, aber ihr könnt ja rumsteppen. Und zum Schluss zeige ich euch nochmal noch ein paar Outros. Unsere ersten Versuche mit dem Gesichtsscan. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es heißt Willis 3D-Druck. Ciao.